Hallo, ich habe überhaupt keinen Plan von Raspberry Pis, aber ich glaube, wenn man sich mit den Dingern auskennt, kann man richtig coole Sachen damit machen. Deswegen habe ich mir jetzt mal so ein paar Anfängerprojekte rausgesucht und guck, wie schwer das ist, ob das Spaß macht und wie weit ich halt in der Woche komme. Das hier ist ein Raspberry Pi und für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, das ist im Prinzip ein kleiner Computer. Also das hier ist im Prinzip das gleiche wie das hier. Die Visualisierung war jetzt sicher sehr hilfreich für viele. Nachteil ist natürlich, der hat weniger Rechenleistung. Vorteil ist, der braucht weniger Strom und ist halt super klein. Den kann ich irgendwo irgendwie dazwischen klemmen und dann coole Sachen mitmachen. Projekt 1 ist jetzt das Ding erstmal zum Laufen zu kriegen. Ah, cool. Ich habe ja hier noch so ein bisschen Zeugs mitbestellt. Gucke ich mir gleich an. So. Okay, der Raspberry Pi kommt ohne Betriebssystem, deswegen werde ich mir jetzt erstmal das Betriebssystem runterladen. Und es klingelt an der Tür. Ist das der Handwerker? Der kommt 2 Stunden zu früh. Dazu gehe ich auf die Raspberry Pi-Seite. Genau da wollte ich hin. Man kann das jetzt installieren mit Desktop und Recommended Software. Also da ist dann halt schon ein bisschen Software vorinstalliert. Nur mit Desktop oder Lite. Und Lite, dann kannst du den Raspberry Pi quasi nur so fernsteuern über irgendwie so eine Konsole. Das ist dann schon eher für die Leute, die sich auskennen. Klingelt er schon wieder. Gut, also ich nehme mal das hier mit Recommended Software. So, jetzt brauche ich ein Programm, das heißt Etcher, weil ich kann das Betriebssystem nicht einfach per Drag and Drop da drauf ziehen, sondern ich muss das drauf flashen, nennt sich das. Ihr seht, ich habe schon wieder ein paar YouTube-Videos geschaut. Wie heißt das Programm nochmal? Ah ja, genau, so sieht das aus. Jetzt brauche ich eine Micro-SD-Karte, ich hoffe, das ist die hier. Rein in den PC. Alter, wie groß ist das denn? Warum dauert denn das so lange, das runterzuladen? Das sind 2,8 GB? Ich dachte, das Betriebssystem wäre so klein. Das nenne ich mal ein übersichtliches Programm hier. Und jetzt sage ich hier Flash vom File. Image-Datei, SD-Karte müsste schon die richtige ausgewählt sein. Select, Flash. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Gut, ich probiere es einfach mal. Jetzt kann wieder gebastelt werden. So, dann kommt die SD-Karte hier so rein. Dann habe ich mir hier so ein Gehäuse gekauft. Sieht ja stylisch aus. Da waren so Kühler für den CPU dabei, die klebe ich glaube ich noch drauf. Okay, damit komme ich jetzt gerade gar nicht klar. Ich dachte, das wäre ein simples Gehäuse. Was ist denn da? Was ist denn hier jetzt los? Ein 3D-Puzzle. Okay. Also theoretisch kann man da noch diesen Mini-Ventilator anschließen, aber ich weiß nicht, welche Pins ich da brauche. Der Raspberry Pi hat hier nämlich noch solche GPIO-Pins, so ähnlich wie bei einem Arduino. Ja. Ich habe das Gefühl, da fehlt eine Schicht. Hä, das passt irgendwie nicht. Oh, was habe ich denn für einen Scheiß gekauft, Mann? Ist da irgendwie schräg drin? So, HDMI-Kabel rein, Maus und Tastatur, dann Strom und dann gucken wir doch mal, ob das hier hochfährt. Es blinkt schon mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum nicht? Der müsste jetzt eigentlich hochfahren. Die ersten Schritte auf unserem Raspberry Pi. Wir benötigen abgesehen von unserem Pi. End Kernel Panic, not syncing, request error 117. Dass es daran schon scheitert, hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Ich glaube, ich flash einfach die SD-Karte nochmal. Aha. Geil, es hat funktioniert. Hab die SD-Karte jetzt einfach nochmal formatiert und dann nochmal drauf geflasht. Geil. Passwort mache ich einfach 1, 2, 3, 4. Cool, das Ding ist nämlich WLAN-fähig. Jetzt kann ich hier noch mein Netzwerk auswählen. Und Bluetooth hat das Ding auch. Könnte ich mit dem Ding theoretisch YouTube-Videos gucken? Es ist schon sehr langsam. Geht. Jetzt habe ich hier auch noch so ein paar Office-Anwendungen. 14, 16, ist gleich. Was los? Das funktioniert. Spiele sind da auch drauf. Nicht mal so eine schlechte Grafik. Ah, Mist. Boah. Alter, schaffe ich bis 100? Nein! 101, geil. Okay, genug gedaddelt. Das war jetzt im Prinzip schon so das erste halbe Projekt, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt hier quasi einen Minicomputer und wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwo einen kleinen Rechner brauche, um irgendwie ein paar Sachen zu notieren oder so. Und wenn ich nur so eine ganz kleine Office-Anwendung brauche, dann brauche ich ja keinen richtigen Rechner dafür. Ihr habt einen Hühnerstall und wollt die beste Henne dokumentieren. Also aus meinem Alltag fällt mir dafür jetzt gerade keine Anwendung ein, aber deswegen war es ja auch nur ein halbes Projekt. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, was ich noch machen will. Genau, man kann das Teil jetzt nämlich noch zu einer Retro-Spielekonsole umfunktionieren und das klingt doch nach einem ganz witzigen Projekt. Das sollte auch kaum schwerer sein als das, was ich gerade gemacht habe und das war jetzt auch nicht so schwer. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Mit Handwerkerunterbrechung 2 Stunden? Krass, 2 Stunden. Ich hätte gesagt, das kriege ich viel schneller hin. Die Post war da. Ich bin sehr, sehr müde. Kaffee hilft. Super geile, gefakte NES-Controller. SNES. Die haben sogar Schultertasten. Und die Original-SNES. 2 Stück, weil ich habe nicht so viele Freunde. So. Kauft die auf gar keinen Fall bei Amazon. Bei Amazon sind die so viel teurer als bei allen anderen Seiten, ey. Zur Qualität kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber die hier fühlen sich schon recht billig an. Aber die bei Amazon bestimmt auch. Ich denke, das ist alles derselbe Rotz.
SD-Karte raus. Jetzt mache ich da einfach ein anderes Betriebssystem drauf. Statt dem Originalbetriebssystem lade ich mir jetzt einfach das hier runter, RetroPie. Und dann wird es da drauf geflasht und dann ist man auch schon wieder fertig. Meine coole Legehennen-Excel-Tabelle ist dann halt weg, aber dann halt auch ein neues Betriebssystem. Jetzt würde ich fast sagen, am coolsten wäre das doch oben am Fernseher direkt auszuprobieren, oder? HDMI-Kabel klaue ich mir von der PlayStation. Ihr braucht schon eine PlayStation. Boah, voll der Beschiss, da stand, das wäre 2 Meter lang, das Kabel. Das ist noch nie im Leben, das ist nicht mal 1 Meter. Ja, okay. Oh, no Gamepads detected. Ja, warte, ich muss hier noch abmessen. Es ist 1,30 Meter. Aber um 70 Zentimeter haben sie mich beschissen. Hold A-Button. Ah. Gamepad konfigurieren, also oben ist oben, unten ist unten. Irgendwie dachte ich, ich könnte jetzt direkt hier zocken. Was ist jetzt das? Wie soll ich jetzt mit dem Gamepad hier meine SSID eingeben? Ich glaube, ich brauche eine Tastatur. Oh Mann, so einfach ist es dann doch nicht. Ich musste hier jetzt das SSH enablen. Wenn ihr mich fragt, was SSH bedeutet, ich habe selbst überhaupt keine Ahnung, aber es ist irgendwas, damit ich übers Netzwerk auf den Raspberry Pi Dateien überspielen kann, weil da sind noch keine Spiele drauf. Ich dachte, das wäre bei dem Betriebssystem einfach mit dabei. Jetzt muss ich wieder runter an meinen Rechner gehen. Also das Licht in meiner Wohnung ist echt gemütlich, aber zum Filmen taugt das gar nicht. So, und jetzt muss ich mir hier noch eine Software runterladen, damit ich von meinem PC Dateien auf den Raspberry schieben kann. Das hätte wohl auch mit einem USB-Stick funktioniert, aber ich wollte das mit dem SSH sowieso mal lernen, weil die Profis machen das über SSH, was auch immer SSH bedeutet. Es scheint funktioniert zu haben. So sieht das Programm aus. Und jetzt kann ich hier sagen, Rechtsklick, hochladen. Okay, und dann lädt er es hier hoch. Okay, ich habe es schon hochgeladen. Geht nicht mehr. So, und jetzt müsste ich oben einfach nur noch den Raspberry Pi neu starten. So, dazu einfach mal kurz vom Strom trennen. Jetzt fährt er wieder hoch. Das sieht immer cool aus. Den Bildschirm hatte ich noch nicht. File Manager? Theoretisch müsste ich das doch jetzt spielen können. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich bin hier auf RetroPie gegangen und ich hätte einfach hier auf Super Nintendo gehen sollen. Hier sehen wir jetzt genau das eine Spiel, das ich runtergeladen habe. Oh! Geil, das kann man sogar zu zweit spielen. Ich habe den Ton ausgemacht wegen Copyright-Claims vielleicht. Aber es funktioniert. Ich laufe hier rüber und Mario läuft darüber. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das rechtlich ist. Darf ich das jetzt überhaupt spielen? Weil ich habe ja jetzt kein Geld dafür bezahlt. War das jetzt ein illegaler Download? Ich meine, das war super einfach. Also falls jetzt irgendjemand von Nintendo zuschaut, ich werde das Spiel jetzt natürlich nicht spielen. Okay, ich habe mir jetzt nochmal so ein paar alte Atari-Spiele runtergeladen. Ich glaube, da kann mir echt keiner was. Unter anderem das anscheinend Original Space Invaders. Ich habe die erste Runde noch nicht einmal gepackt. Scheiße. Das fängt schon mal nicht gut an. Gerade eben war ich viel weiter, als ich das erste Leben verloren habe. Ah! Ja, das sieht gut aus. Nein! Gut, kein Bock mehr. Ich glaube, das Ding kann echt ein cooles Gimmick sein auf einer Party oder auf einer Veranstaltung oder sowas. Du stellst einen Fernseher mit einem RetroPie irgendwo in die Ecke und lässt die Leute so ein paar Retro-Games spielen. Gerade wenn du sowas hast wie Pong oder so, was die Leute dann gegeneinander zocken können. Und ich habe jetzt gelernt, wie man so eine SSH-Server-Verbindung einrichtet. Konnte ich vorher auch noch nicht. So, genug rumgedaddelt. Als nächstes will ich mir NAS einrichten. Ein Network Area Storage System. Network Array Server System Storage. Alles, was man dafür braucht, ist der Raspberry Pi, ein Netzteil, ein LAN-Kabel und eine externe Festplatte. Davon hatte ich eh noch nicht so viele, deswegen hat es sich gelohnt, da nochmal eine nachzukaufen. Ich habe aber eine neue gebraucht, weil du musst die auf einen Linux-Dateisystem formatieren und dann hätte ich ja meine Daten löschen müssen, weil da ist ja überall was drauf. Dann muss ich RetroPie von der SD-Karte hier wieder runterschmeißen, um wieder das Originalbetriebssystem zu installieren, aber diesmal die Lite-Version, weil ich möchte das einrichten, ohne dass ich das irgendwie an einem Bildschirm anschließen muss. Würde zwar auch gehen, aber ich bin ja jetzt schon Experte. So sieht das Ganze dann aus, wenn es halbwegs ordentlich verkabelt ist. Festplatte hängt am Raspberry Pi. Raspberry Pi ist mit dem Strom verbunden und übers Ethernet-Kabel mit der Fritzbox. Man sagt dazu übrigens, man betreibt den Raspberry Pi headless, also wenn man keinen Bildschirm und keine Tastatur anschließt. Ich kenne schon die Fachbegriffe. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich über SSH irgendwie da drauf komme. Ich schmeiß mit dem Begriff so um mich rum, aber ich weiß selber noch nicht, was er heißt. Man kann das Ganze wohl auch irgendwie übers WLAN machen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich ohne Bildschirm das WLAN vom Raspberry Pi einrichte. Soll. Weil jetzt mit der Kabelverbindung kann ich natürlich gucken, wie die IP-Adresse von dem Raspberry Pi ist. Außerdem soll die Datenübertragung mit dem Kabel viel schneller sein. So, jetzt wie finde ich aber raus, wie jetzt die IP-Adresse ist? Über einen Router, ne? Und wie war das nochmal? Einfach hier Fritzbox eingeben, ne? Nö, dann googelt der Fritzbox. Was war mein Kennwort für die Fritzbox? Scheiße. Ja. Also hier sehe ich doch schon mal, dass per LAN irgendwas verbunden ist. Aber irgendwie müsste ich mir doch auch die Geräte anzeigen lassen können. Netzwerk. Ah, das ist es, glaube ich. Ah, Raspberry Pi. Da ist er doch. Geil. Das ist die IP-Adresse von meinem Raspberry Pi. Kopieren. Cool, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. In den Browser kann man das nicht einfach eingeben. Aber dafür wird es jetzt richtig cool. Und zwar braucht man das Terminal. Eingabeaufforderung auf Deutsch. Und das sieht doch jetzt mal richtig schön nerdig aus, ey. Jetzt gibt man da den Befehl ein. Ein SSH Pi
Ads, dann die E-Mail, IP-Adresse und dann hier auf Enter. Geil, scheint zu funktionieren. Are you sure you want to continue connecting? Yes. Passwort, ah geil, er fragt mich nach dem Passwort. So. Das müsste jetzt Raspberry sein. Es funktioniert! Jetzt muss ich wieder ins Tutorial schauen, weil weiter habe ich es mir nicht gemerkt. Okay, also man muss jetzt hier so ein paar Befehle eingeben, um den Raspberry Pi zu updaten und die Software runterzuladen und sowas. Und es kann ein bisschen dauern. Ich hole euch wieder dazu, wenn es durch ist. Boah, das sieht schon cool aus. Ich lade hier gerade Sachen aus dem Internet runter, ohne auf dem Gerät. Ohne Bildschirm. So, die Installation ist durch. Jetzt müsste ich einfach hier oben im Browser die IP-Adresse eingeben können. Und dann bin ich auf dem Interface vom Open Media Vault. So sieht das Interface jetzt also aus. Wenn ich jetzt hier auf Laufwerke gehe, habe ich hier meine externe Festplatte. Die ist also auch erkannt. Und jetzt muss man hier noch einen Haufen Sachen machen, wie Partitionen anlegen, formatieren, Benutzer anlegen, Rechte vergeben und so. Das kann ein bisschen dauern. Das schneide ich natürlich alles raus, weil das ist, glaube ich, ziemlich langweilig. Und deswegen bin ich jetzt auch schon fertig. Wenn ich jetzt auf den Explorer gehe und dann Netzwerke, dann sehe ich hier schon den Raspberry Pi. Dann muss ich mich mit meinem Benutzer anmelden, den ich gerade eingelegt habe. Und da ist mein Ordner. So, und jetzt, um zu demonstrieren, dass es auch wirklich geklappt hat, mache ich hier jetzt mal so ein Selfie mit meiner Webcam. Wo speichert der das hin? Schieb das auf das NAS. Und jetzt hole ich mir meinen Laptop von der Arbeit. Ist ja dasselbe Netzwerk. Log mich ein. Und da ist das Bild. Geil, das war jetzt echt nicht so schwer. Es hat ein bisschen gedauert, weil man immer wieder auf das Formatieren warten muss und auf das Aufspielen von Open Media Vault und so. Also es hat insgesamt schon so 2-3 Stunden gedauert, aber es ist super simpel. Und da kommt jetzt so langsam die Stärke raus von so einem Raspberry Pi, weil dafür jetzt einen ganzen Rechner zu benutzen, wäre ja komplett übertrieben. Aber so ein kleiner Raspberry Pi, der verbraucht nicht viel Strom, der kann da oben laufen. Und ich habe ein super günstiges NAS. Normal wird ein NAS mit 2 Terabyte, ja okay, zwischen 120 und 230 Euro. Aber wenn man eine Festplatte eh ungenutzt rumliegen hat, dann ist es auf jeden Fall günstiger. Und es ist auch so ein bisschen günstiger. Je nachdem, wie viel man für den Pi bezahlt. Okay, es gibt sich preislich gar nicht so viel. Aber den Raspberry Pi kann ich immer noch, wenn ich das NAS nicht mehr brauche, auch als Retro-Videospiele-Konsole benutzen. Mach das mal mit so einem fertig gebauten NAS. Gut, irgendwie kann man das jetzt auch so einrichten, dass ich übers Internet auch auf die Dateien zugreifen kann. Aber das mag ich tatsächlich ehrlich nicht so gerne machen, weil ich mich mit der Materie noch nicht so gut auskenne. Und da habe ich schon irgendwie Bedenken, dass ich dann so voll die Sicherheitslücke in mein Netzwerk selber einbaue. Ja, das lasse ich mal lieber. So, das letzte Projekt ist auch gleichzeitig das schwierigste. Und das erste Projekt, bei dem ich so ein bisschen Schiss habe, dass ich nicht hinbekommen. Ich will den Raspberry Pi zur Überwachungskamera umfunktionieren. Warum brauche ich eine Überwachungskamera? Ich habe doch nichts zu überwachen. Doch, mein 3D-Drucker. Ich meine, das Ding wird heiß und dann druckt es und dann will man den einfach nicht unbeaufsichtigt lassen, aber wenn man was ausdruckt, was 10 Stunden druckt, so lange ist man noch nie zu Hause. Das wäre halt echt cool, wenn ich ein Überwachungsbild von meinem 3D-Drucker hätte, das ich mir halt auf dem Handy dann angucken kann. Dafür muss man jetzt wieder ein neues Betriebssystem auf den Raspberry Pi drauf flashen. Das habe ich jetzt schon gemacht, das habt ihr ja oft genug gesehen. Motion iOS heißt das, gibt es kostenlos. Ich kann keine Stufen laufen, ohne hinzugucken. Das gibt es kostenlos auf GitHub. Und dann ist das Setup eigentlich genau das gleiche wie beim letzten Mal, nur dass ich jetzt keine externe Festplatte per USB angeschlossen habe, sondern eine Webcam. Und hier läuft der Drucker. Ich probiere gerade zum ersten Mal Holzfilament aus. Ist mir in den ersten 2 Versuchen durchgebrochen. Deswegen hat er in der Mitte nicht weiterdrucken können. So, und jetzt hoffe ich, dass der Raspberry Pi die Webcam erkennt, weil es gibt noch so extra Kameramodule für den Raspberry Pi, aber die kosten 30 Euro und der sollte auch Webcams erkennen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Über die Fritzbox habe ich jetzt wieder rausgefunden, wie die IP-Adresse vom Raspberry Pi ist. Und es scheint zu funktionieren. Ich habe die Motion iOS Oberfläche hier. So, und jetzt schlägt er mir hier schon vor, eine Kamera hinzuzufügen. Wird wahrscheinlich local sein, weil das andere... Ah ja, hier steht es ja auch, usually via USB. Grauen Bildschirm habe ich! UVC-Kamera? Keine Ahnung. Geil, das funktioniert schon mal. Mit 6 Frames pro Sekunde und eine Auflösung von einem Toaster, aber es funktioniert. Das war jetzt noch nicht das Hexenwerk. Das Problem wird jetzt, übers Internet darauf zugreifen zu können. Weil jetzt bin ich ja im Netzwerk und zu gucken, ob der 3D-Drucker noch läuft, da kann ich ja einfach in das Zimmer gehen und gucken, ob die Bude noch nicht abgefackelt ist. Das bekäme ich auch mit, wenn ich zu Hause bin. Ich muss ja von unterwegs aus darauf zugreifen. Und dazu gab es jetzt tatsächlich keine einzige Anleitung auf YouTube. Es gibt 40-minütige Tutorials, wie die hier die ganzen Settings erklären. Du könntest halt auch einen Bewegungssensor einstellen und dann dir ein Foto schicken lassen per E-Mail, wenn sich irgendwas bewegt hat oder sowas, aber das will ich ja alles gar nicht. Ich will übers Internet darauf zugreifen können. Ich habe aber einen Artikel gefunden und da ist das
beschrieben. Es klingt bloß relativ kompliziert. Ich versuch's mal auf den Kern runterzubrechen. Das Problem ist, dass der Router im Internet nicht immer die gleiche IP-Adresse hat. Hier steht, der ändert die alle 24 Stunden. Das glaube ich halt einfach mal. Und deshalb, wie war das nochmal? Muss man dem Router eine feste Webadresse geben im DNS, dem Domain Name System. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal in der Schule. Und da ist dann halt einfach der Name von meinem Router hinterlegt und dann komme ich da drauf. So. Und da gibt es Anbieter, wo man das umsonst anlegen kann. Habe ich noch nie gemacht, kein Plan. Ich habe schon geguckt, den Anbieter, den die hier empfehlen, nämlich dyndns.net, den gibt es nicht mehr. Sprich, da muss ich mich irgendwie in Eigenregie durchwursteln. Dann muss man auf seinen Router zugreifen und den Port freigeben, dass dieser Service, den es nicht mehr gibt, darauf zugreifen kann. Man verknüpft es dann irgendwie so. Dann muss man das in seinen Router eintragen und dann scheint man fertig zu sein. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern und ich glaube, das wird ultra langweilig, wenn ihr mir dabei zuguckt. Deswegen melde ich mich mal wieder, wenn ich es rausgefunden habe. Was soll ich sagen? Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, das war so einfach. Ich habe gedacht, das wird das anspruchsvollste Projekt ever. Aber ein bisschen rumprobieren, ich musste rausfinden, ob das HTTPS oder HTTP ist. Das hat kurz, habe ich einfach das andere ausprobiert und dann ging's. Jetzt habe ich hier einen Link, nämlich nix3ddrucker.ddns.de. Und wenn ich den jetzt im Browser eingehe, sehe ich, wie mein Drucker druckt. Ich habe sogar rausgefunden, du kannst hier die Auflösung und die Framerate noch hochdrehen. So, dann läuft es nämlich auch ein bisschen flüssiger. Oh, läuft mein 3D-Druck noch? Ich bin gerade viel zu faul, um hochzulaufen. Komm, ich guck mal mit dem Handy. So, ich bin jetzt nicht im WLAN. Tada! Live aus dem Internet! Ich musste dafür jetzt auch einen Port freigeben. Vorgestern habe ich noch gesagt, ich will keine Ports freigeben, weil ich Sicherheitsbedenken habe. Nehm's jetzt wieder offline und lass mal meinen IT-Experten des Vertrauens drüber gucken, ob das so safe ist, was ich da mache. Okay, dann war's das mit dem Video. Schade, dass das letzte Projekt dann so simpel war, aber am Anfang habe ich gedacht, das Projekt wäre mit Abstand das komplizierteste und weil ich jetzt schon alle anderen Schritte gelernt hatte bis zu dem Punkt, konnte ich ja alles schon. Also krass, das macht echt Bock. Und die Raspberry Pi haben noch mega viel Potenzial. Ich sag nur Smart Mirror, das will ich auf jeden Fall bauen. Das ist dann wahrscheinlich ein eigenes Video. Und Octoprint. Ne, 3D-Drucker, Octoprint. Da kann man auch jede Menge geilen Kram mitmachen. Beim letzten Mal gab es den Blocktember und viele von euch haben geschrieben, dass sie das nächstes Jahr nachmachen. Das wäre echt mega cool. Und ich habe Bock, dieses Reaktionsvideo zu machen. FK, ich finde das viel angenehmer so, wie jeden Tag ein Video. Ne, Blocktember halt. Schaub approved idea. Die meisten haben gar nicht so viel zu erzählen und füllen dann mit Bullshit auf, um die Zeit zu schinden. Haha, wenn man Fichte nicht von Birke unterscheiden kann. Hä, ich habe doch dann am Schluss das Richtige gesagt. Fichte ist ein Nadelbaum, Birke ist ein Laubbaum. Okay, bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, 10.000 Dank für 10.000 Abonnenten. Ey, so krass. Vorgestern sind die 10.000 voll geworden. Hat mich wirklich mega gefreut und ich hatte so eine Idee für ein 10.000 Abonnenten-Special, das ich halt jetzt nicht machen kann. Ich wollte allen meinen Abonnenten irgendwas zukommen lassen. Dann dachte ich so, ja, am günstigsten wäre es doch halt so ein Sticker oder so eine Postkarte. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja viel zu teuer. Wenn ich jedem was zuschicke und das pro Person bloß 1 Euro kosten würde, dann wären es 10.000 Euro. So viel ist das, Alter. Also ich überlege mir irgendein Special. Ich habe jetzt ein paar coole andere Videos geplant. Ich finde irgendwie so ein Q&A als Special nur zu machen, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig, weil das ist in einer Stunde abgedreht und da war das Video ja jetzt viel mehr Special, weil das habe ich ja jetzt über anderthalb Wochen gefilmt. Also weiß noch nicht. Irgendwas Kreatives fällt mir ein. Und danke an alle meine Patreons. Es sind 5 neue dazugekommen und ich glaube, ich gewöhne mir das jetzt an, die neuen als vorzulesen. Max N. habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. Also neu sind Danny Schumann, Niklas K., Bastian Häusler, Cedric Schmidt, Niklas König und Sebbe. Sabbe? Sabet wahrscheinlich. Weiblicher Vorname aus der hebräischen Sprache. Cool. Aber schreibt man nicht Black Sabbath auch so? Ah, ne, ganz anders. Okay. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in 2 Wochen.